Wir wurden am Freitagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit angeklemmter Person hier auf die L119 alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte fanden hier eine verunfallte Sattelzugmaschine mit einem mit Gefahrstoff beladenen Trailer vor, der frontal gegen einen Baum geprallt ist. Die erste Meldung war so, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt ist. Durch couragierte Passanten konnte der Fahrer noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde dann schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Wir haben momentan die Schwierigkeit, dass der Trailer Gefahrgut geladen hat. Es handelt sich hier um Stückgut mit verschiedenen Arten von Gefahrgut bzw. Gefahrstoffen. Die Schwierigkeit ist momentan so, dass der Trailer in einem sehr instabilen Zustand ist. Und für eine zielgerichtete und eine sichere Entladung müssen wir diesen Trailer erst einmal sichern. Das ist jetzt durch unsere Einsatzkräfte passiert. Und die Ladung wird jetzt, wie gesagt, zielgerichtet entladen. Wir haben im vorderen Bereich des Trailers einen geringen Produktaustritt, sodass die Einsatzkräfte hier mit unluftabhängigen Atemschutzgeräten vorgehen, um sich dann bestmöglich zu schützen. Es handelt sich also nicht um Gefahrstoffe, zumindest im hinteren Bereich des Trailers, wo wir gegenwärtig tätig sind, die das Tragen von Chemikalien-Schutzanzügen erforderlich machen. Sobald wir die Leckstelle dann erreicht haben, wie gesagt im vorderen Bereich des Trailers, da haben wir Einsatzkräfte vorbereitet, die sich dann noch einmal erweitert geschützt haben und dann auch entsprechend unter Chemikalien-Schutzanzügen vorgehen werden. Wir hatten leider keine Ladungspapiere, die uns ermöglichen konnten, diesen Gefahrenstoff bzw. es sind mehrere Stoffe zu identifizieren, sodass wir diesen Trailer Stück für Stück entladen mussten, um eben festzustellen, um welche Stoffe es sich handelt. Wir haben diese Stoffe dann eben anhand der entsprechenden UN-Nummern bzw. der Label jeweils einzeln abgefragt und konnten dann so die Stoffe identifizieren. Also dieser Einsatz gestaltet sich sehr personalintensiv, sodass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit rund 70 Einsatzkräften hier vor Ort sind. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, seit 21 Uhr hier vor Ort, schon einige Stunden her. Wir haben es jetzt gleich 3 Uhr in der Nacht. Der Einsatz wird sich mit Sicherheit noch einige Stunden hinziehen. Das haben wir nicht so oft. Wie gesagt, ist für uns nicht alltäglich, aber wir sind bestmöglich darauf vorbereitet und sind guter Dinge, dass wir diesen Einsatz dann auch bis zum frühen Morgen erfolgreich abschließen können. Aufgrund eben der massiven Einsatzlänge und des hohen Personalaufgebotes haben wir uns dazu entschieden, hier die Hilfe des Technischen Hilfswerks Bremerhaven in Anspruch zu nehmen, die dann hier für uns und für unsere Einsatzkräfte die Verpflegung übernimmt. Es handelt sich also hier um ehrenamtliche Kräfte. Wir sind alle in unserer Freizeit hier aktiv, auch früh am Morgen oder spät in der Nacht. Wir machen es alle gerne, aber es ist natürlich gerade bei solchen Einsätzen schon kräftezehrend.